Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Repaircast 1359. Wir haben TVZ, drittes Viertelfinale. Und das ist Korea gegen Nicht-Korea mit dem Koreaner hier in Rot, der Terraner beim Team Africa Freaks. Es ist TY. Und sein Gegner, das ist der italienische Zerg vom Team Clash. Es ist Rainer. So, wir haben Reaper Expansion. Wir starten auf Eternal Empire als Map Nummer 1. Die beiden hatten bisher 3 Serien gegeneinander, 8 Maps. Da steht es 4 zu 4 in Maps und 2 zu 1 in Serien. Also, ja, keine wirklich gute Datengrundlage. Die beiden haben noch nicht häufig gegeneinander gespielt und haben jetzt eben dieses Best of 5 vor sich mit der Startmap Eternal Empire. Danach folgt Everdream, Death Aura, Isenchrome und Pillars of Gold. TY hat Golden Wall gewetot und Rainer hat Submarine gewetot. Da steht Submarine mal wieder auf der Veto-Liste. So, wir sehen die Reaper-Expansion. Reaper ist auch unterwegs. Und da haben wir auch eine Factory und aber auch schon eine zweite Barracks. Also Doppel-Racks-Opener von TY, dass eine Reaper hier sich rumtreibt. Das heißt natürlich in dem Fall auch keine schnelle dritte Basis. Das Geld ist dann einfach nicht da für TY, aber dafür kann er eben schnell mehr Marines produzieren und damit seinem Gegner auf die Nerven gehen. Mal sehen, wie gut dann Rainers Defense dagegen ist. SCV wartet auch noch auf die dritte Basis vom Zerg, weil Rainer selber noch keine dritte Edge gestellt hat. Überfährt da nochmal rein. Da sieht man eben den SCV-Block oben. Queen marschiert da langsam rüber. Overlord Speed kommt tatsächlich priorisiert vor Link Speed. Also Rainer setzt Wert drauf zu scouten gegen TY. Und der produziert einfach gerade fröhlich 3 Marines auf einmal. Kann danach 2 Medivacs zuholen. Kann dann Stim erforschen und dann kommt dann irgendwann ein Drop entsprechend mit dazu. Das ist wie... Dem ist es jetzt hier auch zu dumm geworden. Weiß auch, irgendwann kommen da Linge vorbei und dann kann man die Position eh nicht halten. Und das lohnt sich dann nicht dafür, das eigene Leben zu riskieren. Somit zieht man das SCV lieber zurück und dann kann es zu Hause nochmal Mineralien abbauen. So, das heißt, wir warten jetzt erstmal auf Stim und die ganzen Marines. Wenn das Neoblots hier über die Terraner-Base fliegen. Der Oblot verliert aber dabei sein Leben. Da sehen wir den Reaktor, den Starport und irgendein... Insekt fliegt von meinem Bildschirm rum. Das seht ihr aber nicht. Glücklicherweise. So, da kommt der Switch. Wir sehen, die Marineanzahl wächst. Und Rainer hat das, oder sollte das gesehen haben. So, er ist mit den Overlord da reingeflogen. Er hat das auf jeden Fall mitbekommen, dass das abgeht. Hat eine Evolution Chamber mit unterwegs. So, die Marines warten eigentlich nur auf ihren Einsatz. Aber eben, bis die wirklich loslegen, bis dahin passiert nicht viel. Wir sehen aber hier... Kleiner Move, um den Queen-Switch schnell nach vorne zu bringen. Die Overlords haben da den Queens kurz ausgeholfen, wie es aussieht. Und hier geht es jetzt los mit dem Double-Drop-Boosted hier mal ran. War, glaube ich, nicht in Reichweite der Creep-Tumore. Medivacs fliegen jetzt erstmal hinter die dritte Basis. Da ist ein Overlord. Das sind generell jetzt Overlords in der Gegend. Das wurde jetzt, glaube ich, schon gesehen. Ja, Rainer stellt auch hier ein paar Linge auf. Also für den Drop wird es nicht ganz einfach, eine gute Aktion zu starten. Denn Rainer klebt da dran an den Medivacs mit seinen Lingen. Das heißt, ausladen ist eher eine schwierige Angelegenheit. Widowmine ist jetzt aber dran. Widowmine ist drin und damit, die Probleme sind auf jeden Fall da. Und da gibt es 5, 6, 9, 10 tote Drones. Okay, der Worker-Count fällt rapide. Und Rainer schafft es hier gerade nicht, seine Main-Base vernünftig zu defenden. Die Positionierung der Linge war nicht schlecht, aber ja, TY findet trotzdem ein Opening. Die Widowmine schießt mal fröhlich rein. Und jetzt sind die Probleme groß. Wie man sieht, Spawning Pool ist down. Ersatz Spawning Pool wird auch bereits runtergeschossen. Es geht nochmal den Drone down. Die Linge versuchen ihr Bestes. Aber Honeybaninge versucht das mal zu defenden. Die Marines machen mega viel Damage. Und es gehen Comodines down. 1600 zu 50 Resources lost. Und an der dritten Basis geht die Party weiter, wie man sieht. Jetzt wird der Terraner auch nach und nach ein bisschen nass. Aber natürlich verliert hier Rainer deutlich, deutlich mehr. 1700 zu 250. Und das war halt auch zu großen Teilen Drones. 13 Drones sind hier gestorben. Zudem der Spawning Pool. Das heißt, momentan gibt es keine neuen Linge, weil, ja, Spawning Pool fehlt. Und man sieht das auch in Rainers Mineralien. Larven hat er, glaube ich, noch ein paar, aber ihm fehlt, er hat 5 Larven noch, aber ihm fehlt es einfach am Spawning Pool. Und ja, mit dem Marines geht es einfach weiter, Panzer mit dabei und TY möchte ja im besten Fall natürlich Rainer gleich zu Tode pushen, wenn das möglich ist. Queens halten aber noch die Stellung, Baning ist auch noch mit dabei. Die Marines haben so langsam ein bisschen Respekt, es kommen Linge von der Rückseite und die Queens fokussen den Panzer runter. Rainer kann das hier defenden. Die Verluste sind aber durchaus hoch und er hat noch seinen ganzen Creep-Fleck hier vorne verloren. Und die Queens haben, ja, setzen den jetzt weiter hinten wieder nach. Die ganzen Queens safen hier Rainer tatsächlich, er hat so viele Queens, dass er hier weiter defenden konnte. Natürlich, TY hat dahinter noch keine dritte Basis am Start, sondern er pumpt einfach wie ein Wahnsinniger von 2 Basen.
Rainer währenddessen ist jetzt auf 54 Drones, hat also wieder nachgelegt, aber hat natürlich einiges an Mining verloren durch die Aktion. Und die Medivacs fliegen nochmal raus. Jetzt ist die dritte Basis auch unterwegs bei TY. Ein paar Linge rennen raus von Rainer. Und da sehen wir noch mehr Lieferung, nämlich zwei Panzer und nochmal sechs weitere Marines. Die Linge merken, dass hier noch keine dritte Basis steht. Und Rainer hat nochmal ein paar Drones aufs Feld gehauen, aber seine vierte Basis könnte gleich Probleme kriegen. Weil TY die noch nicht direkt im Blick hat tatsächlich. Nah dran, aber nicht nah genug, aber versucht erstmal die Panzer aufzustellen auf dem Lowground, damit Rainer nicht gut rankommt. Sein Ding ist nämlich auch gar nicht mehr da, die vierte wird sofort gecancelt. Doch die Queens müssen hier ein bisschen aufpassen, die Panzer schießen da fröhlich um sich. Ein paar Marines wurden auch hinten zurückgelassen, die Linge rennen nämlich gleich von der Rückseite daran. Und das heißt, der Support da hinten ist auf jeden Fall wichtig, um die Panzer zu beschützen. Die Marines rennen auch sofort runter, wollen die Panzer definitiv am Leben erhalten. Die sind sehr, sehr wichtige Artillerieunterstützung, um hier dem Zerg mehr und mehr auf die Nerven zu gehen. Aber ein wenig crasht da mal kurz rein. Die Medics zielen, was das Zeug hat. Die Linge wollen wieder ranrennen. Abdurins klammern sich hier an die Panzer. Jetzt ist aber Banning Speed dabei. Trotzdem, Rainer, er hat wieder einiges an diesem Attack verloren. Versucht, eine neue vierte Basis zu setzen. Die Linge sucht noch nach dem besten Run-By, den sie da starten können. Oder nach der besten Möglichkeit, da dem Terraner abzufangen. Und da waren auch noch Banes mit dazu gemofft. Da kommen aber gerade ein paar Marines dabei. Und damit wird die ganze Aktion hier erstmal gecancelt. Rainer läuft da lieber weg. Die Drone hier, jo, die wird es auch noch erwischen. Die Linge wartet hier auch noch gejagt. Also TY lässt die einfach nicht nach. Hat gleich den nächsten Panzer, hat nochmal mehr Marines. Es sind 9 Banninge auf dem Feld. Und wie man sieht, TY übernimmt gerade die Supply-Führung. Hat zwar wenige Worker, aber deutlich mehr Army-Supply. Und die dritte Basis ist jetzt auch endlich auf seiner Seite fertig. Hat jetzt Liberator mit dazu. Ja, und er belagert weiter die dritte Basis. Und Rainer, er stellt die Linge wieder auf. Er versucht da eventuell wieder von der Seite reinzurennen. Ist die Frage, wie gut das funktioniert, denn TY hat auch hier wieder einige Marines an seinen Panzern dran. Er pusht vorne mit einem kleineren Trupp. Die Panzer liefern weiterhin die Unterstützung und ballern da fröhlich den Schaden raus. Alles, was sich zu nah ran bewegt, wird beschossen. Und Rainer, wie lange kann er das hier durchhalten? Momentan kassiert er einfach nur Schaden. Er macht nicht wirklich viel als Konter. Jetzt kriegt er mal einen Baning da rein, aber der macht jetzt auch nicht so viel. Die Marines werden wieder hochgehielt. Jetzt rennen die Linge rein. Jetzt kommen die Linge auch von der Seite mit dem Baning zusammen. Die Marines werden weit zurückgezogen. Die Panzer schießen auf alles, was da irgendwie sich anrollt. Aber es gehen auch sehr viele Marines dabei. Trotzdem, die Panzer bleiben bestehen und die Linge und Baning sind jetzt alle weg. Die hält also in diesem Engagement durch. Macht einfach weiter Druck. Momentan ist Rainer mit 3 weiteren Headtrees unterwegs, aber die sind alle nicht fertig. Die Queens müssen hier defenden. Die Panzer schießen aber da weiter in die Queens. Die Queens kriegen doch sehr viel Schaden ab. Man sieht auch keine Energie mehr auf den ganzen Queens. Die sind alle out of energy und tatsächlich die dritte Basis wird evakuiert. Wenn er sagt, ich kann das Ding nicht mehr halten, wenn er nochmal näher ranläuft, dann ist das Ding down. Aber da kam der Scan von TY und er wechselt jetzt sofort die Seite und lässt die dritte einfach hier in Ruhe und geht stattdessen lieber hier drüben mal den Creep an und möchte auch zu der Basis hier drüben, die da frisch gesetzt wurde. Also Rainer hat neue Basen. Aber hat sich deine dritte Basis hier schon aufgegeben. Damit ist noch die Basis hinten natürlich komplett isoliert. Da rennen auch gleich ein paar Linge von der Seite rein. Ja, die Basis ist down. Das werden nochmal einige Linge da rausgebaut. Die werden aber auch nicht so viel Erfolg haben. Ein paar Linge rennen jetzt hier nach vorne. Aber es sind immer noch die Panzer mit dabei. Und TY ist einfach sehr effizient mit seiner ganzen Truppe. Dritte Basis von ihm ist am Start. Aber da arbeitet nicht viel. Es sind nur 50 SCVs auf dem Feld. Und da kommt gerade ein Runby rüber. Der könnte ordentlich wehtun, aber es gibt ja auch gerade einen Drop in die Mainbase. Da muss auch Rainer drauf aufpassen, aber er hat hier länger Baininge, das sollte kein Problem sein. Der Stim hilft da auch nicht viel. Panzer wurden jetzt zurückgelassen und hier ist jetzt der Runby drin und damit macht Rainer momentan 4 SCVs kaputt. Panzer wird gesiegt, ist aber dann nicht mehr ganz in Range. Die Linge rennen weiter weg. Hier unten gibt es aber weiter Beef. Die dritte Basis ist Geschichte, aber es gibt eine Ersatzbasis. Die ist auch übersaturiert, wie man sieht, auch die Basis hier oben, die eben ja momentan einfach nur hier und da ein paar Einheiten ranliefert, aber das mag jetzt auch die Weiger. Da kommen die ganze Zeit irgendwie Dinge hergelaufen. Sieht das hier eine komplette Hedge ist und das ist auch ein Easy Kill, weil Rainer hat nichts in der Gegend, um das Ding hier zu defenden. Das heißt, eine weitere Hedge wird hier fallen. Übrigens ballern sich da fröhlich durch. Das heißt, Rainer ist nur auf 3 Basen gegen einen 3 Basen Terraner. Und das ist eine sehr gute Situation für TY. Der geht gerade auf plus 2 Attack. Beide haben 1-1. Gerade Rainer geht auf 2-2. Schickt er nochmal einen Schwung an Linge raus. Ja, Overseer chillt hier gerade über der Terraner Mainbase. Und wir haben hier eine interessante Position für eine vierte Basis tatsächlich, aber ja, es ist einfach aus den Umständen her gegeben und die Marines rennen, jetzt habe ich hier rein und das sind die Linge gerade nicht mehr weit, die Queens sind in der Nähe, zumindest können die Drones rechtzeitig fliehen, um da größeren Schaden zu nehmen. Da waren so viele Drones dran an der Basis, das hätte eine Katastrophe werden können für den Worker-Count. Der Natural geht weiter, wenn das ist der nächste Trupp drüben an der dritten Basis, da wurden die Panzer gerade noch mit ausgeladen, die Baninge kullern aber rein, die Marines versuchen hier durchzutanken, die Linge kommen aber ran, surrounden den Trupp ziemlich gut und der Trupp wird weniger, aber er schreddert auch wahnsinnig viele Linge hier durch. Wir sind bereits bei 6.000 zu 10.000 Resources lost. Da wird nochmal was an Einheiten auf den Highground verfrachtet, aber das ist am Ende nicht mehr genug. Rainer hat natürlich keine wirklich große Anti-Air. Seine Anti-Air besteht aus 12 Queens. Also es ist schon Anti-Air-Damage. Problem ist halt, er ist sehr immobil. Die Queens klammern sich gerade alle um die dritte Basis. Und ja, die ehemalige dritte wird gerade neu gebaut. Eine vierte Basis wird hier entstehen.
Hat die TY schon gesehen? Ne, hat die Basis tatsächlich noch gar nicht gescoutet. Und man erwartet jetzt auch nicht unbedingt, dass hier eine Basis steht. So früh im Spielverlauf zumindest nicht. Und TY nimmt jetzt seine eigene vierte Basis. Aber damit sind die beiden quasi Nachbarn. Die Expansions. Ja, meine Stimme. Die Expansions passen auf einen rausgezoomten Bildschirm. Das ist doch supi. Da kommen gerade Linge und Beninge vorbei. Und da ist auch Burrow mit am Start, wie man gerade schon gesehen hat. Beninge gehen in den Boden und das könnte TY eventuell kalt erwischen, wenn das dann Rainer wieder einen dicken Lingra bei unterwegs. Aber ohne Banes ist der nicht so stark. Serana geht auf 2-2. Zerg hat gleich 2-2. Wir sind Infestation Pit bei Rainer. Er hat das Ding bisher überlebt, aber TY hat immer noch eine sehr erschreckend große Army. Das sind 41 Marines auf dem Feld. Und natürlich, die haben Stim. Und natürlich einige Medivacs mit oben drüber. 10 Medivacs auf dem Feld. Aber die, wie man es hier sieht, die Queens gucken da weiter auf Einheiten, in dem Fall auf den Medivac. Aber damit weiß man auch, hier muss fast eine Basis sein, wenn der St. Creeps so weit rausschiebt hier an der Stelle. Da muss ja fast irgendwas gegeben sein. Und das wird hier TY auch gleich mitkriegen. Aber da die Chance für die Baninge von Rainer. Aber nein, sie detonieren kaum. Sie sind kaum der Rede wert hier tatsächlich. Die nächsten Baninge kommen hier aber angerollt. Und hier hat aber TY eine PF, auf die er sich zurückziehen kann. Also das ist für Rainer gar nicht so einfach hier zu fighten, weil eben Widowmines in der Gegend sind und die PF hiermit aushelfen kann. Aber nochmal ein paar Baninge crashen da rein. Währenddessen der große Drop ist hier im Norden unterwegs. Das sind auch ein paar Linge und ein paar Baninge. Der Overlord sieht das, ist das Frühwarnsystem. Und hier geht es aber weiter zur Sache mit der Bio. Die rennt weiter nach vorne. Lockt hier wieder Linge und Baninge an, wartet da auf die Widowmines Unterstützung. In der Mainbase sind auch Linge positioniert und TY bisher findet er nicht den Spot zum Ausladen. Für seine 4 Medivacs-Anladung. Nein, er macht einfach trotzdem. Es ist ihm einfach egal. Er schickt nur die Widowmine rein, aber schön hier. Rainer weicht der Widowmine aus. Nächste Widowmine wäre noch mit dabei. Hier geht es also gerade an den Fight in die Mainbase. Die Widowmine wird auch nochmal genutzt, aber auch die trifft nicht so wirklich. Amory ist aber mit dabei. Das heißt, die Widowmines bleiben erstmal unsichtbar. Die Medivacs gehen rüber an die ehemalige dritte. Jetzt fünfte Basis, mehr oder weniger. Und hier wird mal kurz die Basis besucht. Die Widowmine hat aber nicht geschossen. Die Widowmine trifft ziemlich ordentlich. Nächste Widowmine trifft auch ziemlich ordentlich. Die Werft versucht sich zu wehren. SCVs sind aber schon auf der Flucht. Die Basis wird gesprengt. Aber das kostet Rainer nochmal einige Linge und Banes. Wir sind bei 15.000 zu 9.600 Resource Lost. Und sofort ist die Basis hier oben wieder unter Beschuss. Die dritte Basis, die schon mal gestorben ist, wird wieder von TY belagert. Hier ist halt auch keinerlei Creep. Der ganze Creep konzentriert sich hier auf die Seite. Das sind noch die ganzen Queens. Das heißt, hier oben ist wenig an Creepfläche, die hier Rainer helfen kann. Er muss hier direkt fighten gegen diese Turn Army. Die Turn Army ist immer noch ziemlich groß. Linge und Baning kommen. Was macht... Oh, Rainer, was war das denn für ein Missblick? Er burrowt gerade seine gesamte Truppe. Dann wird natürlich immer noch fröhlich weiter beschossen von der Bio. Die hört deswegen nicht auf. Scan kam nicht mehr dazu. Die Baninge kommen jetzt hier mit ran, aber die Marauder tankt ordentlich weg. Jetzt kommt da Widowmines. Nein, die Widowmines laufen einfach direkt in ihren Tod. Reicht das an Dingen, ist die Frage. Es sieht nicht danach aus. Die Turn Army bleibt leider bestehen. Ein paar Baninge kommen von der Seite reingerollt. Aber die Turn Army pusht immer noch weiter. Man sieht die Supply-Kluft. Die macht sich jetzt hier auf. Die Bay ist da 40 Supply gerade vorne. Er ballert sich durch Linge Baninge durch. Und ja, die dritte Basis hier kriegt wieder Schwierigkeiten. Die Queens sind jetzt mit dabei. Transfusen, das Erzeuger. Da ist so viel Energie da auf den Queens. Die halten ewig durch, wenn die Transfusers sitzen. Aber da kommt auch wieder mehr Bio angelaufen. TY lässt hier nicht locker, hat eine neue vierte Basis gestellt. Und er möchte hier unbedingt durchkommen durch die Basis. Kitet aber jetzt erstmal wieder nach hinten. Da wurden wieder ein paar Banes eingegraben. Aber ja, das hat TY inzwischen im Blick, dass da das Burrow-Upgrade mit dabei ist. Plus 3 Attack ist unterwegs für den Terraner. Wenn das ein Liberator ist, über dieser Basis killt die ersten paar Drones. Der Liberator ist auch... Nein, das sind die Widowmines, die noch in der Mainbase rumstehen tatsächlich. Das ist nicht mal ein Liberator. Ein weiterer Liberator, das habe ich hier tatsächlich. Die Basis werden alle geblockt von den Liberatoren. Das heißt, Rainers Income fällt gerade massiv. Die Basis hier schon zu use, die sollen am Leben halten bleiben. Die Widowmines oben irritieren mich gerade tierisch. Und es geht weiter in den Fight gegen die Queens. Vorne steht eine Wand am Marauder, die versuchen, die Baninge wegzutanken. Das sieht auch ziemlich gut bisher aus. Die Baninge versuchen, außen rumzurollen, an Marines ranzukommen. Aber da kommen einfach mehr Marauder mit dazu. Jetzt gibt es auch ein paar tote SCVs, denn Ling ist hier drin. Das ist nur ein OC. Das ist die ehemalige Mainbase, die am Arbeiten war. Ja, und da ist die Basis auch schon Geschichte. Aber auch die Basis hier geht down. Das heißt, beide Seiten haben nicht mehr viel Economy. Und hier ballert sich die Turn Army durch. Unten ist währenddessen der Rumba immer noch unterwegs. Da ist aber Widowmines. Das könnte aber auch den SCVs ordentlich wehtun, der Splash Damage. Nein, es schießt nur eine Widowmine hier gerade rein. Die Basis ist Geschichte. 16 SCVs down. Sind bei 48 zu 63 Worker. Die Leute wurden inzwischen abgeräumt, wie es aussieht, aber das Mining war hier auch lange stillgelegt. Und wie man sieht, Rainer, ja, er hat immer noch eine Terran Army direkt vor seiner Haustür, direkt vor seiner Natural inzwischen, und er verliert da mehr und mehr. TY lässt einfach nicht locker, rennt weiter hier rein. Die nächste Welle, Ling Baning, kommt da mit dazu. Die Marines sind da in einem Klumpen, da waren die Marines auch gut weggekegelt. Trotzdem, die Marauder stehen noch, der Heal ist immer noch mit dabei. Es sind da immer noch 10 Medivacs in der Luft. Queens sind nur noch zu viert am Start. Hier drüben gibt es immer noch Probleme mit dem Liberator, der gerade nochmal einige Queens rauszappt und die Drones killt. 21, 22, es werden weniger und weniger Drones. Da kommt das G von Rainer. Nicht sicher, ob es einfach nur ein Missklick war oder ob einfach überhaupt nicht zufrieden mit dem Game war. Weil TY lässt hier einfach keine Ruhe und Rainer geht nach und nach das Army Supply aus. Man sieht auch, das war eben die Aktion mit den Liberatoren, die das Mining mal spontan komplett gedreht hat. Dann kam aber die ganzen
SCV-Kills und jetzt kamen wieder die Drone-Kills. Also die Economies wurden ziemlich schnell zerstört in den letzten 2-3 Minuten. Aber am Ende war TY einfach mit deutlich stärkerem Army-Supply unterwegs und Rayna kam da nie wirklich auf eine Army, die sich gut im Fight angestellt hat. Die Ling-Baning-Truppe hat sich größte Mühe gegeben, weil man sieht hier 30 zu 17.000 Resources lost. Das ist schon deutlich mehr. 500 Linge, die da gestorben sind. 20 Queens tatsächlich auch. Und 53 Drones mit ein paar Hatcheries. Also TY hier spielt mit sehr viel Tempo mit der Bio hier. Und Rayna kann teilweise defenden, aber am Ende braucht er einfach zu viel Geld und hat dann doch nicht das Mining, um das langfristig weiterführen zu können. Nächste Reaper unterwegs und TY hat hier natürlich die Führung. Also stark Anfang für den koreanischen Terran. Aber das sind die Korea-Terraner, die sind immer gefährlich. Die sollte man nicht unterschätzen. Auch nicht jemand wie TY, der auch als Caster unterwegs ist, aber der ist trotzdem mega, mega stark. Und dieses Mal gibt es für ihn auch einen anderen Opener. Dieses Mal ist es nämlich das schnelle dritte CC, das er hier dazu spielt. Also versucht da mehr makro-orientiert zu spielen. Das heißt, Rayna hat am Anfang ein bisschen mehr Freiraum. Bin auch gespannt, ob Rayna dann wieder auf seine Gewinnstrategie zurückgreift, wie wir das gegen Clem so oft gesehen haben, dass Rayna nicht so viel Erfolg hat, solange er nicht Ling-Baning Hydra Lurker spielt. Bin sehr gespannt, ob das gegen TY auch so der Fall wird. Momentan haben wir einfach eine dritte Basis unterwegs, der Reaper, ja, er battelt sich ein bisschen. Es werden Marines tatsächlich doppelt gebaut aus dem Reaktor, anstatt Doppel-Hellions. Jetzt gibt es tatsächlich beides, Doppel-Marines und Doppel-Hellions. Da ist die nächste Barracks auch mit am Start. Hier baut sich ein Tech-Lab, das heißt natürlich früh viele Marines. Overlord scoutet hier mal schön rein, aber wird auch von den Marines direkt angeschossen. Und kommt gerade noch so mit seinem Leben davon. Nicht mehr so viel gefehlt. Und die nächste Reise, die beginnt mit Hellions und dem Reaper. Stim ist aber unterwegs. Die Linge knabbern einmal an den Rocks, aber das dauert noch lange, bis sie die wegkriegen. Mal gespannt, was Rayna dieses Mal das so managen kann gegen TY, der jetzt eben fleißig SCVs baut. 42 zu 35, der momentane Worker-Count. Queen-Anzahl wächst auch schon wieder, 7 Stück sind wir bald. Und wir haben ein Baning-Nest mit unterwegs. Das ist mir auch der Starport für TY. Könnte natürlich theoretisch die ganzen Hellions droppen, wenn er wollte. Kann auch die Hellions so irgendwo reinschicken, mit dem Marines irgendwo einen Drop anstellen. Aber er hat natürlich nicht so viele Hellions am Start, daher sind die Hellions als so kleiner Drive-By tatsächlich effektiver. Es wären 3 Hellions, das reicht, um Drones mit einem einzigen Schlag auszuschalten, wenn alle 3 Hellions sich drauf fokussieren. Das wäre eine Option. Oder aber natürlich, man holt sich dann noch E-Bays mit dazu und dann die Armory und schnappt sich dann Hellbats mit in die Army, die dann einfach vorne stehen und ein paar Banige und Linge wegtanken und eventuell auch sehr viele Dinge durchbraten, je nachdem wie gut der Fight läuft. Auf Rainer Seite gibt es einfach mal Leertag, er kümmert sich nochmal um die Felsen, die da rumstehen, und die werden jetzt hier auch nach und nach zerlegt. Haben immer noch einige Points. Und Rayna lässt ja auch jetzt erstmal in Ruhe, tatsächlich mit den letzten 500 HP. Der Reaper chillt hier drüben alleine und das wird er auch bereuen, denn ja. Tschüss. Was wir gerade gesehen haben, war ein Load-In und das heißt, Doppeldrop ist unterwegs. Plus 1 Scarabase unterwegs für Rayna. Zweite Evolution Chamber kommt auch mit dazu. Wir sehen plus 1 Attack und Combat Shield bei TY, der sich auch weitere Barracks dazu baut. Also es ist definitiv ein weiterer Bio-Style. Das ist außer Frage. Und der Drop ist mal ganz entspannt in der Mainbase. Rayna hat ein paar Linge weiter hinten. Und auch ein paar Baning. Aber die haben noch kein Speed-Upgrade. Das heißt, die können gefokust werden, wenn TY weiter drauf aufpasst. Und macht hier auch. Er kriegt 2 der Banes. Aber dann ist es ihm doch ein bisschen zu gefährlich, die ganze Situation. Rayna hat eine 4. Basis auch schon unterwegs. Ja, da kommt genau das. Hellions versuchen währenddessen in die Basis reinzufahren. Weil 3 Hellions reichen, um ordentlich Drones zu grillen. Bisher aber der Damage, ja, doch das summiert jetzt noch ein bisschen. 4 Kills. Die Dinge versuchen, die Hellions zu surrounden, aber haben es auch da natürlich sehr, sehr schwierig. Hellions werden alle aufgekommen, denn das sind die Marines, geben sich hier größte Mühe, aber da ist mal wieder eine Wand an Queens, die einfach defendet. 9 Queens auf dem Feld und ja. Es ist einfach eine Wand an HP. Das ist unfassbar. 175 pro Queen und dazu noch die ganzen Transfuses, die da inzwischen möglich sind mit der Energie. Pro 50 Energie in Transfuse. Ja, da kommt man nicht so einfach durch, außer man hat wirklich hohe DPS. Aber die Queens tanken da sehr viel weg und zumal wenn die Queens dann noch plus 1 Carapace bekommen, sind sie natürlich weiterhin mächtig tanky. Sie haben nämlich 1-1 ist unterwegs bei Rayna. Raining Speed kommt als nächstes Upgrade für ihn.
Und hat eben auch schon noch eine White Retch. Also eine fünfte kommt auch mit dazu mit diesem Bonusgas, dem reichhaltigen Vespin-Geist hier. Weil das Team Marines kümmern sich jetzt erstmal ein bisschen um den Creep. Aber als Drainer hatte ich hier etwas mehr Ruhe. Die Frage, ob er das auch wirklich nutzen konnte. Bis jetzt aber bei 67 war er zu den 64 von Tivai. Die neue Basis wird hier gleich noch ein bisschen angeschossen. Aber es sind genügend Link-Baninge da, um den Drop zu defenden. Auch die Queens spucken nochmal fröhlich ein bisschen Damage aufs Medi weg. Da haben wir das wieder ausgeladen, geheilt und hier ist der nächste Creep-Arm, der zerstört werden soll. Geht natürlich Tivai auch ein bisschen auf die Nerven, dass hier sehr viel Creep in seinem Weg ist. Das bremst den Push aus und das gibt dem Zerg eben den Geschwindigkeitsbonus. Gerade für die Baning ist das sehr, sehr gefährlich. Wenn die noch schneller unterwegs sind, ist es mit dem Splitten viel anstrengender für den Terraner. Und er hat hier nur einen Panzer mit dabei, ist ein bisschen vorgesplittet. Und wie man sieht, der Panzer schießt schon mal schön eine Runde in die Baninge rein. Die Queens laufen jetzt erstmal zurück, da kommen die Transuses. Queens tanken bei denen und der Creep, ja, man sieht auch, man muss weit und Creep erstmal pushen, bis man wirklich an die Zerg-Basis rankommt. In der Zeit hat Rainer auch schon Runway unterwegs, versucht ein bisschen Reinforcements abzufangen, hat aber bisher keinen Erfolg, weil das größere Reinforcement sammelt sich hier in einem einzigen kleinen Ball. Und der trifft jetzt auf die Länge und die Länge wollen den Fight auch nicht eingehen. Hier gibt es nochmal Creep nachgesetzt, die Queens fighten da weiter vorne. Diese Transfusen sich, vermeiden den Fight eher. Aber Tivai ist schon wieder am Pushen. Rainer hat weniger Supply aktuell, hat 2-2 aber unterwegs. Sein 1-1 ist durch. Und die Länge rennt einfach entspannt in die dritte. Und da ist keine Defense, weil die ganze Army sammelt sich hier vorne. Das heißt, ein Teil dieser Army muss zurückwandern. Oder eben die Reinforcements ein bisschen helfen. Aber die Reinforcements sind auch nicht so viel und die haben auch keinen Heal mit dabei. Das heißt, kein guter Fight hier für Tivai. Er muss da irgendwas machen. Wenn das hat er hier vorne Probleme noch mit der Wand an Link Baning. Die Marines sind schon ziemlich angeschlagen, aber auch ein paar Queens sind inzwischen drauf. Trotzdem, die Linge rennen jetzt ja auch noch rein in die Natsche. Linge fressen sich durch so viel, durch 17 STVs bereits down. Die dritte Basis wird immer noch angeknabbert. Die Reinforcements gehen hier Stück für Stück drauf. Also das ist keine Situation, die Tivai eigentlich haben wollte. Das heißt, er muss hier vorne deutlich mehr Schaden machen. Die Queens gehen da auch nach und nach down, aber Rainer wartet auf noch mehr Link Baning. Und die Linge hinten sorgen immer noch für Ärger. Noch mehr Civis darunter gefressen werden. Die Rainer ist auf 72 Drones und jetzt kommt seine Welle. Link Baning versucht die vorderste Welle an Marines abzuwehren. Die Linge kommt auch von der Rückseite und dann wird einfach die ganze Army überrollt. Und Tivai sagt sich, ja gut, damit hat sich das Thema für mich dann auch schon erledigt. GG und Rainer macht damit das 1-1. Ein stark getimter Run-By und Tivai hat sich geweigert, irgendwelche Einheiten nach Hause zu schicken. Obwohl jetzt eigentlich wirklich nicht weit weg stand. Aber er war sehr auf seinen Push da vorne konzentriert und der Run-By hat ihm einfach komplett zerfressen. Ich meine, 22 SCVs down. Noch 43 übrig, also ein Drittel der Worker easy eliminiert und ja, Rainer ab da mit einem deutlichen Mining-Vorteil und musste dann nur noch diese Army nach und nach in den Griff kriegen und das hat er dann auch, weil in dem letzten Draufrennen hat er wirklich die kritische Masse erreicht und man sieht da gerade schon, wie sich der Panzer noch in Funken in Einzelteile auflöst und somit haben wir den Ausgleich und gehen in die nächste Map. So, man durfte einen Reaper bei seinen Spielchen beobachten. Viel erreicht hat er bisher nicht. Hauptsächlich Hitpoints verloren, aber es gibt eine kleine Änderung im Plan. Tivai dieses Mal mit einem Proxy Starport unterwegs. Das kann Medivac werden, um ein paar Hellions in die Mainbase zu befördern. Das funktioniert auf Death Aura ziemlich gut. Der Reaper versucht dann mal reinzuspringen. Wird aber sofort einen ganzen Schwung an Linge. Versucht die hier zu vermeiden. Und hat auch mehr oder weniger Erfolg dabei. Kann also einmal kurz die Mainbase abscouten. Geht dann auch wieder raus. Er hat hier auch weiterhin nicht wirklich viele Hitpoints, bekommt aber dann gleich Hellion-Unterstützung. Und von Rainer kommt da gerade frisch die dritte Basis, die wird noch kurz angeschossen. Aber die Einheiten nehmen wir natürlich nicht wirklich viel an Gebäude, damit da sehen wir, dass Medivac ist im Bau. Und da soll es dann wirklich auch einen Hellion-Drop geben. Fahre nämlich da gerade ran. Und Rainer, das lag glaube ich nicht in seinem Scout-Weg, nee. Das hat er auf jeden Fall noch nicht gesehen. Da ist jetzt der Reaper auch alleine. Die Hellions im Medivac verfrachtet. Auf geht's in die Mainbase. Wie viel Schaden macht Tivai mit dieser Aktion? Sieht momentan nicht so gut aus. Ein paar Linge warten ja schon. Ich bin jetzt auch mal dabei. Aber die Hellions müssen nicht zwingend gegen die Linge fighten. Die können ja einfach gekonnt ignorieren und versuchen, die Drones anzurösten. Der erste Drone geht da down. Aber die Hellions sind auch ziemlich laut. Zwei Drones gehen da down. Das Medivac kommt nochmal mit dazu und kann zwei der Hellions evakuieren. Aber zwei Drones für zwei Hellions ist jetzt nicht der Trade, den man als Terraner haben möchte. Wir sehen auch wieder Bio, scheint der Plan zu sein. Weitere Barracks, eBay mit dazu. Der Reaper ballert hier noch fröhlich auf die dritte Basis, aber das sieht eher unbeeindruckend aus. Und Tivai's Opening macht jetzt nicht so viel Schaden. Der Starport fliegt nach Hause, es kommt Stim mit dazu. Also ja, es gibt den üblichen Bio-Weg danach.
Aber die Truppe war hier bisher nicht wirklich erfolgreich. 200 Resources lost, das heißt ein paar Linge und zwei Drones gegen zwei Hellions. Und bei Rainer gibt's den Spire schon. Schneller Spire direkt unterwegs, keine weiteren Upgrades sonst, kein weiterer Tech sonst, bis auf Linkspeed Upgrade. Da kommt nochmal ein Sporkoll in der Mainbase mit dazu. Aber ja, Spire für schnelle Mutalisken. Und Tiwai, er hat das noch nicht gesehen. Er weiß, dass sein Leertech unterwegs war. Aber das war's dann auch mit seinen Informationen. Er geht hier auf eine dritte Basis, da landet der Starport dann zu Hause. Dann wird natürlich fertig. Rainer hat jetzt eben ein bisschen die Zeit, sich auszubauen, auf seinen Spire zu warten. Denn von Tiwai kommt jetzt die nächsten, ja, ein, zwei Minuten jetzt auch nichts. Er wartet auf die nächsten Medivacs, er wartet auf Stim und dann kann es beim Terraner mal wieder losgehen. Das Medivac ist noch ein bisschen angekratzt. Overseer fliegt hier nochmal rein, zieht die dritte Basis. Jetzt geht's los mit den Hellions. Und die Medivacs werden, denke ich, bald folgen mit den Marines. Ja, da mit zwei Medivacs und Stim. Übliches Timing. Es werden die ersten 5, 6, 7 Mutalisken gebaut wahrscheinlich. Baning Speed ist unterwegs. Und es ist ein ganzer Schwung an Hellions hier mit dabei. Also die Truppe ist gut gegen Linge. Und natürlich die Marines sind auch gut gegen Mutalisken. Es sind ein paar Baninge vorhanden. Und da kam auch schon der Hellbat Transform. Die Overlords leiden da gerade ein wenig. Können die Baninge irgendwas Gutes hier anstellen? Die Baninge wollen natürlich durch. Am liebsten an die Marines ran. Momentan landet einfach Self Splash Match in den Hellbats. Die Mutas kommen jetzt von der Seite mit dazu. Die Linge opfern sich aber gerade in zu vielen Hellbats hier. Also das hat sehr viele Dinge und gar nicht so viele Hellbats gekostet. 1600 zu 900 Resources. Das jetzt geht's an die Drones. Die fighten kurz mit. Das ist aber kein Fight, den die Drones eigentlich haben wollen. 6 Drones gehen in kürzester Zeit down. Die Mutas versuchen natürlich außerhalb der Reichweite der Marines zu bleiben, versuchen jetzt die Medivacs zu snipen. Jetzt geht's mal kurz an die Marines ran, ein paar Baninge crashen noch mit rein, aber auch die Mutas leiden hier massiv. Noch 3 Mutas sind hier gerade mal übrig. Neue Welle Link Baning ist aber da und im nächsten Zug ziemlich angeschlagen. Es fehlt das Reinforcement hier für TY und er macht natürlich einiges an Schaden. Man sieht's, 11 Drones auf der linken Seite. 4000 zu 2500 Resources lost, die Mutas auch sehr dezimiert. Es sind, ja, 2 Mutas noch übrig, 4 sind gestorben. Also da wirklich der Großteil wurde ausradiert. Und das Medivac wird dann auch gejagt, aber das sollte man defenden können als Terran. Das sind dann genügend Marines. Dritte Basis steht also für TY. Hat einiges an Schaden veranstaltet. Weil er sehr viel Idle Time hat, überraschenderweise. Er ist schon bei über 500 Idle Time. Also irgendwo stand mal für eine Zeit lang die SCV still. Da hat sie ein bisschen Mining gekostet. Und hier die Linge rennen einfach nochmal rein. Und währenddessen gab es einen zweiten Go. Das war nicht nur die Linge alleine. Denn die Baninge hatten eine Solo-Mission. In der Zeit, als die Linge unterwegs waren. Er hat die Linge hier. Sind nochmal zurück, dann rüber, aber die drei Banes, die behalten wir jetzt nämlich im Auge. Die hatten nämlich einen anderen Plan, da sind nämlich die SCVs und da ist keine Unterstützung. Und somit sind es mit einem Schlag doch 9 tote SCVs, die Dinge hier werden defended. Aber damit hat Tiva jetzt auch wieder einen ganzen Schwung an Worker verloren. Hat Rainer gar nicht so viele Banes und Dinge gekostet. Die Mutas fliegen hier nochmal rein, am 10. SCV erwischt. Aber die Mutas haben noch nicht die Anzahl, um wirklich groß gefährlich zu sein. Mistletoads kommen dazu, Widowmines und natürlich auch mehr Barracks für mehr Bio, plus 1 Armor und Combat Shield auf der Terraner Seite. Ja, Rainer wollte jetzt auch mal das erste Unit upgrade, nämlich plus 1 Carapace, Ground Carapace. Die Mutas flattern hier durch die Gegend. Und ja, Mining Spike, wenn die SCVs eben mal kurz nicht arbeiten konnten. Die Idle Time von Tiva aber jetzt schon auf 700, also irgendwo stehen beim SCVs rum mehrere und tun nichts. Ich wundere mich nur gerade, wo. Ach, da mittendrin stehen ein paar SCVs. Weil die Idle Time, das ist halt, jetzt hat das gemerkt. Okay, jetzt ist die Idle Time zu Ende. Das wirkt sich halt schon aus. Das sind 790 Sekunden, wo man nicht gearbeitet hat. Das kostet auch einige Mineralien. Währenddessen ist aber hier der Hellion Drop nochmal unterwegs. Grillt da gerade 4 Drones, die Mutas sind aber unterwegs. Die Frage ist, wie viel können die Hellions mitnehmen, ob Hellbat Transform kommt. Damit kann man die Dinger natürlich auch hochheilen. Die Drones sind auf der Flucht. Mutas sind aber da. Das heißt, für die Hellbats gibt es da wenig Chance auf Rettung. Wir Drones gehen da down für die ganzen Hellbats. Da fliegt gerade schon der nächste Drop noch unterwegs. Das ist ein Widowmine-Drop. Widowmine schießt auch gut rein. 8 Drone-Kills jetzt insgesamt. Die Widowmines sind jetzt noch eingegraben und getarnt dank der Armory. Medivac wird dabei als erstes gejagt und entsorgt. Die Mutas werden mehr und mehr. 13 Stück inzwischen auf dem Feld. Overseer wurde auch gemofft, um die Widowmines loszuwerden. Wird der rechtzeitig fertig? Ja. Da sollte aber dann auch irgendeine Unit ran, um die Widowmines loszuwerden. Und der Overseer sollte sich auch in die richtige Richtung begeben. Aber der Overseer ist, glaube ich, mit den Mutas in einer Gruppe. Und hat sich deswegen gerade wegbewegt. Okay, jetzt wurde er zurückgeordert. Die Widowmines könnten fast wieder schießen. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Also gerade noch Glück gehabt für Rainer, der jetzt hier aber auch gerade wieder in die Marines fliegt. Und dafür prompt ein paar Mutas verliert. Und man sieht eben, die Mutas, ja, sie sind agil, aber sie halten halt echt nicht viel aus. Und auch so eine Widowmine ist gefährlich. Overseer ist noch nicht wirklich mit dabei. Und TY währenddessen pumpt einfach fleißig weiter Bio. Nochmal eine Factory für mehr Widowmines.
Auch ein paar neue Medivacs kommen dazu. Trotzdem, Rainer hat jetzt mal eine vierte Basis. 74 zu 70 momentaner Work-Account. Und nochmal mehr Drones aber auch unterwegs. Da sammeln sich jetzt die Mutas mit dem Overseer, aber dem fehlt das Speed-Upgrade. Der sagt, wartet doch auf mich, bin nicht so schnell. Er kommt halt echt kein Stück hinterher. Oh, wie man die Mutas einfach nur wegziehen sieht. Ja. Tretroller versus Porsche. Keine Chance. Aber ist halt immer noch in der kleinen Gruppe. Aber Rainer forscht halt auch einfach nicht Overlord Speed. Jetzt drückt es an. Jetzt ist er gnädig mit seinem Overseer. Ah, der gibt sich so viel Mühe. Naja, andere Overseer ist nämlich auch ziemlich klamm. Der hat sogar genügend Energie für eine Contamination. Der könnte den Upgrade blocken. Ist was irgendwo sinnvoll in der Gegend. Der könnte auch eine Barracks blocken, theoretisch. Und da haben wir wieder mal Marines treffen auf. Wir haben gerade das Medivac gerade auseinandergenommen. 4 Medivacs auf dem Feld. 15 Mutas auf dem Feld. Da kommt der Scan auf die Mainbase. Und ja, Rainer. Dann gleich 1-1 plus 2 Carapace kommt. Bei TY sind wir aber auch ein ganz ordentlich großes Production Tab mit einer vierten Basis. Ne, fünften Basis. Ne, vierte hat er schon. Fünfte Basis ist da unterwegs. Mehr Barracks natürlich. 2-2. Das Drilling Claws Upgrade für die Widow Mines und mehr Units von allen Sachen mehr. Medivacs aber leiden da schon und die Widow Mine wird gesnappt. Also die Einheit ein bisschen zu weit vorne ist. Sofort bedanken sich die Mutas dafür Snipen und Schwung. Aber ja, Rainer wird als nächstes gleich mit einer großen Armee angegriffen. Die hat viel Feuerpower, die hält auch einiges aus. Da fehlt sogar noch ein Schwung. Da ist noch mehr zu Hause, wie man hier gerade sehen kann. Da ist ein zweiter Trupp und der ja, wird da gerade ein bisschen verladen im Bunker. Die Mutas liegen nämlich immer noch durch die Gegend. Hoffen da vielleicht ein bisschen Reinforcements abfangen zu können. Knapp, aber die Widow Mine, ja, eliminiert, bevor sie schießen kann. Das ist das wichtige Timing. Währenddessen geht es hier nochmal rein mit ein paar Banes. Das kostet nochmal 7 SVs, obwohl so viele Marines hier dran gestanden sind. Haben sie es nicht geschafft, die Baning abzuwehren? Ein bisschen traurig. 6500 zu 5700 Resource Loss. TY, ja, etwas passiver, aber jetzt hat er eben die Arme, jetzt hat er den Max-Out. Jetzt möchte er auch so langsam wieder rauspushen. Rain of umfliegt währenddessen den Sensor Tower. Geht lieber in die Mainbase rein und sagt mal kurz Hallo. Das sind Doppel-Missile-Turrets, Triple-Missile-Turrets. 2-2 ist jetzt gleich durch für die Bio. Währenddessen Rainer geht auf Hive-Tech. 2 Carapace hat dann gleich ein Burrow-Kompen mit dazu. Ein paar Banning rollen hier schon mal runter. Nehmen aber nur wenig an Marines weg. Und da drüben wartet aber auch ein ganzen Haufen an Link-Baning, um diese Army zu flankieren. Aber auch die zieht sich erstmal zurück. Ja, das ist ein, hier ist ein Trupp unterwegs. Die Mutas mischen sich da nochmal mit ein. Wollten das zumindest, aber nichts stimmen vorher. Und ja, der Trupp wagt sich näher und näher an die vierte Basis ran. Fünfte gibt es jetzt auch schon für Rainer. Die Frage ist, wann kommen die Baninge hier von der Seite? Da ist auch immer noch ein Creep-Tumor. Also da hat Rainer tatsächlich ein ziemlich gutes Setup. Hat hier oben jetzt auch Baninge gegen den Marine-Trupp hier. Die müssen auch laufen. Die Mutas snipen die wieder mal, bevor die gefährlich wird. Hier wird aber mehr Druck gemacht, das Gas bereits an die Headspieler Hitpoints. Jetzt kommt aber die Flanke von der Seite. Und das wird dann für TY ein ziemlich schwieriges Engagement, das zu gewinnen. Der Tor wird surrounded. Die Widow Mine hat schon geschossen, hat dann nicht viel erreicht. Es sind noch so viele Linge und Baning hier gerade da. Und der Terraner packt einfach nur alles zusammen und versucht die abzusauen. Auch der Tor wird surrounded. Der kann nicht gerettet werden. Mehr Marines kommen zusammen dran. Aber auch die müssen fliehen. Die Widow Mine schießt nochmal wirklich viel an Link Baning aus dem Leben. Auch trotzdem reicht es hier nicht für TY, wenn das gab es hier drüben nochmal ein kleines Engagement mit ein paar Lingen, aber da wurden Marines ausgeladen und die halten dann die Stellung mit dem Bunker und der Widow Mines zusammen. Das ist also in der Zwischenzeit passiert. Da hat Rainer also den Fight nicht so sehr gesucht. Der fliegt stattdessen die Mutas hier mit rüber. Der Tor ballert da mal fröhlich mit rein. Auch der Tor wird abgecampt und die Baninger rollen da wieder mit rein. Tor ist auch Geschichte. Die Medics halten die Stellung, Marines kommen mit dazu und da sind nochmal ein paar Baninger, aber da kommt der Scan. TY passt auf, scannt voraus und bekommt die Banes, bevor sie es in den Marines erwischen. Trotzdem hat Rainer hier natürlich den Terraner zurückgeschlagen und das gibt ihm mehr Zeit für das Ding hier. Uli Cavern ist unterwegs und plus 3 Carapace Upgrade. Da wird ein Drop, ein richtig riesiger Drop verladen. Uiuiui. Die ganzen Medivacs hier. Zwar nicht alle voll, aber genug und hier wird aber auch schon wieder ausgeladen. Die Mutter schon mal kurz vorbei und sagen einfach kurz Hallo zum Sensor da und nehmen den mit. Hm. Kann man ja mal machen, wenn da keine sonstige Unterstützung in der Gegend ist. Wir sehen, Adrenal Glance kommt da. Auch vom Hive-Tag 3-3, aber auch für den Turn genauso wie das vom Custom-Shells-Upgrade. Okay. Wieso haben gerade alle diesen Marine gehasst? Der Terran hat zuerst auf den Marine geschossen und dann der Zerg auch noch. Was war mit diesem Marine so falsch? Das sah gerade eigenartig aus. Die Mutas sind aber weiter einfach auf der Gegnerseite unterwegs und ohne Sensor Tower sieht das natürlich die Wein nicht so schnell. Concussive Shells wird hier, wie es aussieht, erstmal noch gecancelt. Es wird knapp, aber es wird denied.
Und hier oben gibt es aber ein Engagement mit Lingenbeiningen auf die nächste Biotruppe. Die würde meinen, ja, trifft nicht so viel. Die Minis halten aber Stellung. Gut, das eine Medic, okay, das ist zu weit vorne, das macht da nicht viel. Ein Medic hat noch nicht mal voll ausgeladen. Lingenbeiningen tun sich aber ein bisschen schwer. Wie man sieht, die Minis halten gut die Stellung, aber am Ende werden sie alle abgekegelt. Und da kommt es die Mutas von der Seite mit dazu, um noch die Medivacs abzufangen. Also für TY, das ist nicht der Fight. Das ist überhaupt nicht der Fight. Und auch das Medivac mit den Marines drin noch verlierte hier. Rainer hingegen hält sich weiter auf Maxard, aber jetzt gibt es mal Doppeldrop hier oben in der Mainbase. Das ist ein weiterer Trupp, ein bisschen weiter südlich, da geht es auf den Spawning Pool. Linge sind aber da und Rainer defendet ein weiteres Mal. Aber hier gibt es den nächsten Attack und die Basis, die wird wahrscheinlich nicht zu retten sein, da ist nicht genügend in der Gegend. Der Drop lädt nochmal unten an der vierten Basis nochmal aus und belagert die hier, die Basis auf der rechten Seite des Projekts. Hier marschieren noch ein paar Marines durch die Gegend. Der Drop hier wird jetzt verfolgt von den Mutalisken. Die Dinge klammern sich da auch mit dran. Und Adrenal Glance ist in Kürze da und auch die Uli Cavern ist ready. Und die Widowmine schießt nochmal ordentlich viele Dinge aus dem Leben. Die Mutas engagieren ein bisschen zu früh. Damit opfern sich nochmal einige Mutas, um die Marines loszuwerden. Aber der ganze Drop wird geklärt. Der große Push kommt aber gerade wieder über die rechte Seite auf diese Hatchery. Da ist ein Spinecrawler. Da kommen gerade Linge unten. Massenabbaining angerannt. Die Widowmine geht hier dann, bevor sie schießen kann. Der Tor steht dann nochmal mittendrin. Könnte einiges wegdenken. Jetzt sind aber die Ulis mit dabei. Zumindest der erste mischt sich da jetzt mit ein. Die Baininge, schauen Sie die Sache kurz an. Die Widowmine hatten nichts getroffen. Die Marines kiten vor den Baininge weg. Werden jetzt eingeladen. Der Tor wird aber zersabelt und Rainer hält hier ein weiteres Mal. Man sieht aber auch, die TY-Armee tröpfelt schon wieder über die ganze Map, sammelt sich an den neuen Spot. Hier soll eine neue Zerg-Basis entstehen. Wir sind bei 90 zu 86 Workers, auch TY mit einer richtig starken Economy die ganze Zeit. Da kann Rainer nicht so viel an Economy-Vorteil generieren. Wir haben 5000 Resources mehr beim Lost, mehr beim Zerg. Die Terran-Armee wandert hier komplett rüber und möchte die Basis hier haben. Das heißt, die beiden sind schon wieder fast Nachbarn. Das sind jetzt die Ulis und die Linge am Start. Die Linge haben jetzt Adrenal Glance. Die Ulis haben Kaidenless Plating mit drauf und plus der Carapace. Das heißt, die Ulis sind auf volle Tankiness, machen aber nicht vollen Damage. Die Baininge werden einfach gerade reingeschickt und geopfert. Hier drüben gab es noch ein bisschen Beef mit den Marines. Irgendwo sind nochmal 6 SCVs gerade draufgegangen. Nicht sicher, wo das genau war, aber ich glaube, das waren einfach die SCVs, die an die Basis hin sollten. Da waren die Rocks entfernt. Die Basis soll doch weiterhin gesetzt werden. Währenddessen versucht sich Rainer auf der rechten Seite versucht es am Rand vom Sensor Tower sich hier aufzustellen mit den Mutas, die er da noch hat. 8 Mutalisken. Zwischen wird es durch mehr Ultras. Plus 3 Attack ist da noch mit unterwegs. Und beide sind Max. Beide sammeln eine Bank. Hier geht es mit dem nächsten Runby rein mit ein paar Ulis, mit ein paar Lingen und Baningen. Aber da hält hier TY die Stellung. Problem ist gerade, er ist so ziemlich Max. Und hier rennt ein Riesenhaufen an Link, Baning und Mutas in seine dritte Basis. Da kommen Marines mit dazu. Trotzdem, der Uli wird dann ein ziemlich gefährlicher Gegner für die Marines, aber der Uli wird hier gerade gebodyblockt von allen möglichen anderen. Die Mutas werden komplett zerrissen und Rainers Army hier leidet. Währenddessen hat er wie drüber auch den Run auf die ganze Army gestartet. Also da müssen wir nochmal gleich zurückspringen, nachdem wir sehen, wie sich das hier gerade so zusammenfindet. Die Bio wird neu gesammelt, neu sortiert und mal kurz der Sprung zurück. Was war hier drüben los? Weil hier gab es nicht in der Zwischenzeit auch einen Fight. Da kam nicht noch mehr mit rüber gelaufen. Das war eben der Attack dann hier und da wollte eben Rainer zuerst drauf. Und da war ursprünglich so viel Bio. Wie viel davon wurde zurückgeordert? Wie viel ist davon an Baningen zerplatzt? Ja, da ist ein Schwung eben nach vorne gerannt. Das ist immer noch uncreep. Da kam noch mehr mit angerannt. Und ja, die Bio rennt jetzt hier nach hinten. Die Marauder werden vorne gelassen. Die Ulis tanken aber durch. Und die Marines rennen jetzt hier nochmal weiter vorwärts. Okay, die werden eingeladen und hochgeboostet. Drum sind da keine Marines mehr da. Drum gewinnen die Ulis den restlichen Fight, weil der die Hauptmasse an Marines, die ist auf dem Weg in die Mainbase, bis in die vierte Basis hier. Da unten sind immer noch die restlichen Linge und Ulis und eben hier wird jetzt das Supply gesammelt. Der Drop hier oben wird nochmal eingeladen. 2 SCVs bisher nur gefallen, aber an der Basis wird es langsam ein bisschen eklig. Die Basis brennt nämlich schon. Der Uli hier wird nochmal runtergefokust. Der Uli ist auch down. Die Basis wird repaired. Die lebt auch weiterhin und der ganze Run von Rainer wird da geblockt. Er kommt da nicht weiter. TY kann seine Basis halten, hat währenddessen immer noch den Drop hier unterwegs. Patrouillet ist einfach fröhlich die Medivacs durch die Gegend. Es wurden gerade Corrupter gebaut. Das ist ein Spire. Da hier drüben wird es in der Zeit die Perfer angegriffen, weil die Turn Army gerade auch wieder woanders hin unterwegs ist. Also man sieht, es ist gerade ständig Action auf dieser Map. Die Drops versuchen nochmal auszuladen. Da sind aber Dinge mit dran. Und somit die schaffen das erstmal nicht. Die PF geht hier down. Die würde meins werden gekonnt ignoriert. Hier drüben geht es aber auf die Hedge und auch die stirbt. 5 Drones gehen mit dabei drauf. In der Mainbase wird das der Drop ausgeladen. Der ist ziemlich angekratzt, aber der schafft es jetzt hier doch mal komplett aus den Medivacs rauszukommen. Linge ist aber sofort da. Corrupter ist mit dabei. Die Linge haben Adrenal Glance so 2-3 Upgrades momentan. Da kommen aber die Widowmines mit angelaufen. Die Queen spawnt da gerade frisch. Also wie gesagt, eine Action mangelt uns nicht. Hier geht es nämlich gerade zur Sache. Und hier geht es zur Sache. Die Basis wird überrannt von Lingen. Hier die Army muss sich zurückziehen. Und hier drüben der Drop, der lebt noch, wenn auch gerade noch. Wie man sieht, die Marines mega angeschlagen. Die Linge werden jetzt ja auch defendet. 16 SCVs hat das aber gekostet. Und die Basis hier ist auch nochmal in Gefahr. Linge rennen aber ran. Die Marines sind halt immer noch mega angeschlagen. Die Linge haben jetzt ihre 3-3 Upgrades komplett. Das heißt, beide Seiten haben 3-3. Hier drüben die Basis wird als nächstes angegangen. Pack Corrupts mit dabei. Aber die Anti-Air-Damage ist jetzt noch nicht so krass mit 2 Corruptern. Die Terran-Haupt-Army versammelt sich jetzt hier. Währenddessen rennen hier die Ringe nochmal durch die Gegend. Aber dadurch hat es TY nochmal einiges an die Economy verloren. Auch Rainer hat da ein bisschen gelitten. 85 zu 58. Rainer hat da aber jetzt hier die Nase vorn.
Er hat am Ende die besseren Trades hier gemacht. 33 zu 27.000 Resources lost. Aber die Economy läuft gerade einfach besser für Rainer und er versucht die Basis nochmal neu hinzukriegen. Setzt auch neuen Creep und hat eben die Basis hier drüben halten können. Die war wichtig. Und oh, das sind SCVs im Transfer. Warum sind SCVs hier im Transfer? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das sind einfach nur 11 SCV-Kills. Hier drüben werden das in die Ulis pushen. Die Marauder zurück. Da ist auch eine weitere Basis, die sehr wichtig wäre für den Terraner. Da ist das geballte Army-Supply. Das heißt, aber hier unten ist wenig geballtes Army-Supply. 19 SCVs hat das jetzt insgesamt schon gekostet. Hier drüben ist die PF. Da werden die Ulis immer kurz rangeschickt. Oben gibt es aber den Fight um diese Basis. Und Tivai, er hat eine große Army. Jetzt auch mit Liberator-Schützung. Das heißt, Brainer wird das auch nicht einfach. Brainer geht jetzt einfach diese Basis an und killt einfach noch mehr Economy von Tivai. Die SCVs müssen durch die Ulis durch. Und das ist kein Spot, den die SCVs haben wollen. Auch die Baning ist schon nochmal mit rein. 41 SCVs down. Die Basis hier stirbt es, aber dafür wird für Tivai deutlich mehr. Ist auf 17 SCVs runter. Und das werden gleich noch weniger. Denn Rainer hört hier einfach nicht auf. Er gibt die nächste Basis an. Die Baning gehen relativ schnell dann, aber mit Ulis plus Lingen ist die Bärf halt auch Geschichte. Der Uli pusht immer weiter. Die nächste Basis ist tot. Wenn das Rainer pusht jetzt nach vorne durch, die wird immer ins durch, den Lippel durch. Es ist ihm einfach egal. Er will hier Tivai weiter belagern, denn Tivai's Economy gibt hier einfach nach und nach den Geist auf. Wie man sieht, hier stehen schon zwei OCs rum. Das ist kein gutes Zeichen, wenn an einer Basis zwei Orbital Commands drum rumstehen. Ja, die sagen es jetzt auch kurz Hallo, weil die fliegen nebeneinander. Da die Bio wird trotzdem zersäbelt von den Ultralisken. Die dritte Basis von, oder die vierte Basis von Tivai ist geschieht. Die dritte war ursprünglich mal die hier. Oh ja, die vierte Basis wurde zersäbelt. Es sind bei 14 SCVs, die übrig sind. Alles, was Tivai noch hat, ist eine riesige Army. 97 Army Supply. Was Rainer braucht, ist einfach Zeit, um seine Army noch aufzubauen. Ihm fehlt momentan massiv an Larven. Sein Larvenhaushalt ist nicht gut genug. Er hat auch nur drei Queens, aber er hat nochmal einiges an Linge, einiges an Ulis, einiges an Baningen unterwegs. Und er weiß, jede Sekunde, die er verstreicht, die er hier den Terran aufhalten kann, ist besser für ihn. Aber die Marauder haben Feuerpower gegen die Ultralisten. Creep hilft dir nochmal ein bisschen. Der eine Corruptor hilft wenig gegen die ganzen Medivacs. Es geht hauptsächlich um den Groundfight. Hier Widowmines sind da mit dabei, aber die Widowmines werden auch hier wieder ignoriert. Und die Bio schafft es nicht, hier durch die Ulis durchzupushen. Die Ulis sind immer noch eine Wand. Und wie man hier sieht, da wollen gleich zwei OCs wieder landen. Das sind die beiden von hier drüben. Die fliegen gerade in die Basis. Das Problem ist, die Bio wird hier gerade an die Wand geklatscht von den Mengen von den Ulis. Die kommen nicht so ganz an. Ihr seht, das Building, das Placement hier für die Einheiten ist sehr, sehr stark. Und die Ulis kommen dann doch nicht ganz durch, werden danach rausgefokust. Da kann man schon Zeus mit drauf, aber auch der Uli geht hier down. Die Linge, um die geht es jetzt hier gerade. Aber die Weiß Supply, man sieht es, da ist nicht mehr viel übrig. Er ist runter auf 30 Supply, hat er keine Economy mehr. Die OCs schauen hier vorbei, werden aber von Queens und Corruptern empfangen. Und da war aber einfach nichts mehr übrig. Da ging wirklich die Puste aus. Mit einem am Ende 3300 Resources pro Minute Vorsprung. Liegt einfach daran, weil bei Tivai einfach kein Income mehr da ist. Es ist null. Es ist komplett null. Er hat sich hier und da noch ein paar Mineralienfelder, aber wie man sieht, seine Main steht nicht mehr da, wo sie mal stand. Seine Natural steht nicht mehr da, wo sie mal stand. Das sind nämlich die beiden Commands, die durch die Gegend geflogen sind, glaube ich. Ja, die Basis wurde gekillt, die Basis wurde gekillt. Die Basis steht als einziges noch. Und irgendwo waren noch 9 SCVs unterwegs. Aber ja, Rainer hat komplett die Economy von Tivai vernichtet mit diesem Run-By. Der sich einfach von Basis zu Basis gehangelt hat hier. Von hier nach hier runter, nach hier drüben. Da wurden ein paar SCVs noch mit reingeschickt. Das war ein richtig schwerer Fehler von Tivai. Das hat ihn einfach so schnell so viele SCVs gekostet. Und dann war da einfach nichts mehr übrig an Economy. Wenn das nicht random noch seine 81 Drones, seine Basen waren es auch nicht so vielfältig. Gerade die Basis konnte er nicht wirklich etablieren. Aber er hatte die hier drüben, er hat immer noch die hier oben und die Reste von denen hier. Und damit eben deutlich stärkeres Income. Und das reicht in dem Fall. Und somit geht Rainer hier in Führung mit dem 2 zu 1. Sie sehen einen weiteren stets bemühten Reaper. Allerdings auch er hat wenig Erfolge vorzuweisen. Ja, selbe Geschichte. Der Reaper ballert einfach, aber schafft keinen Kill. Rainer jetzt hier mit der 2-1 Führung. Und Tivai mit einem dritten Command Center direkt unterwegs. Und ja, wieder mal bisher kein Mech gehabt. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis wir im TVZ tatsächlich mal wieder Mech sehen. Das ist doch schon eine Weile her. Aber, wo ich das gerade sehe, es ist zumindest mal Doppel-Factory. Ah, vielleicht? Ich meine, ich habe nichts gegen Bio, gegen Zerg. Aber ich finde es einfach schön, hier und da mal wieder Mech zu sehen. Aber gut, das könnte auf jeden Fall ein Doppel-Factory-Hellion-Bild werden. Das heißt, Blue Flame mit dazu und dann drauf auf den Zerg. Was natürlich gegen Linge und Drones ziemlich fatal ist. Weil es einfach mega viel Damage anrichtet. Vor allem, wenn da noch Hellbats mit dazukommen. Eine Link-Vernichtungsmaschine.
Und da war ein fleißiger Kadenzgebäude. Ja, da ist, es ist ein Blue Flame Build. Es ist der Blue Flame Build. Doppel Factory, eine mit Reaktor, Hellions Pumpen, dritte Basis mit am Start. Overlords sind zu weit weg, um das einfach so zu scouten. Der Reaper begibt sich jetzt hier auch in Gefahr, weil er, ja, er ist dafür nicht so wirklich erforderlich für die Strategie. Das ist einfach nur massenhaft Hellions. Der Reaper dafür opfert hier sein Leben für den Scout. Es werden einige Linge gebaut und das spielt hier ein bisschen in die Hände von TY. Je mehr Linge das sind, umso besser ist das für seine Aliens. Mehr Linge, weniger Queens, aber er schickt tatsächlich die Aliens erstmal so rein, tatsächlich. Noch lange bevor das Upgrade hat und die Masse nicht. Und Träne hier mit dem Surround. Ich glaube, damit hat TY nicht gerechnet. Damit hat TY wirklich nicht gerechnet, dass er hier komplett surrounded wird. Und das wirft seine ganze Strategie durcheinander. Denn er wollte eigentlich Aliens sammeln und dann mit Blue Flame loslegen. Jetzt haben die Overlords nämlich auch noch reingescoutet und den ganzen Spaß auch noch gesehen. Das heißt, Rainer spielt jetzt mit allen Infos. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er hat halt die ersten Hellions jetzt schon eliminiert. Also der Move war ein bisschen zu ambitioniert von TY. Und dafür hat ihn Rainer prompt bestraft. Wenn man ja zwei Linge und eine Drone verliert gegen vier Hellions, ist halt wirklich gute Defense. Es sind zwar nochmal drei Drones gegrillt worden. Aber ja, TY würde natürlich mit dem Bild gerne mehr anstellen. Es kommen immer noch mehr Hellions und es kommt auch gleich Blue Famers. Dann geht's mal wirklich los. Aber der Anfang war halt schon mal nicht gut. Da wären jetzt halt einfach vier Hellions mehr mit dabei. Wenn die hätte, oder sagen wir drei Hellions. Wenn er vielleicht einen da verloren hätte, aber ja. Ist jetzt deutlich weniger. Und mal sehen, was TY jetzt daraus anstecken kann. Er versucht nämlich jetzt mit zwei Trüppchen. Einer geht in die dritte. Einer versucht da vorne bei den Kings zu belagern. Und ja, Blue Flame. Mehr Damage gegen Light Armored Units. Und die Länge kommen wir dazu. Versuchen den Surround. Bisher gehen aber erst drei Drones dran. Die Aliens aber auch halten noch durch. Wobei jetzt die Kings haben mit mal Kill Nummer 1. Jetzt kommen Roaches mit dazu. Da kommen die Aliens von der Seite. Da gibt es nochmal eine tote Drone. Aber ja, bisher die toten Drones halten sich in Grenzen. Es gibt eine Wall mit toller Kombination an Spawncrawler, Evolution Chamber, Roachborn und Roaches und Queen, um einfach die ganze Wall hier abzustopfen. Aber es hat funktioniert. Die Wall hat gehalten und es sind vier Drones gestorben und Rainer hat hier nicht allzu viel mehr verloren. Wir sind bei 8 Drones insgesamt. 14 Dinge verloren. Er setzt hier weiter Creep und der TY-Opener war jetzt nicht so bahnbrechend. Aber da kommt der nächste Schritt, nämlich eine Armory mit dazu und drei Barracks. Also es geht auch wieder im Bio 1-1 mit Stem. Ja, mit der Armory natürlich sind Hellbets theoretisch möglich. Problem ist, jetzt sind mehr und mehr Roaches auf dem Feld, die ein wesentlich schwierigere Gegner sind. Gegen die hilft Blue Flame nicht allzu viel. So, die Hellions versuchen es aber nochmal an die Drones ranzukommen, aber auch hier, die Defense ist da, die Drones bleiben am Leben, die Hellions hier wurden auch vertrieben. Also TY, er hat nicht so ganz den Erfolg, fehlt auch den Hellion noch und somit sieht das jetzt alles sehr, sehr gut aus, gerade für Rainer. Seine Defense hält, er hat das Roaches immer noch draußen für eine defensive Truppe, er hat Road Speed und plus 1 Missile Attacks unterwegs und er weiß, der Terrano muss erstmal auf Stim umstellen, dann noch Medivacs dazuholen, davor kommt da vom Turn E erstmal nichts und das gibt eben Rainer viel Zeit, um hier einiges an eigener Army aufzubauen und das wird ein ziemlich großer Haufen Roaches, wie es aussieht. Er ist nämlich schon, Rainer ist schon auf 73 Drones, also man sieht, das Hellion Harassment hat nicht so viel bewirkt. Die Rainer Economy, sie läuft, die Turn Economy läuft auch, Problem ist bei Rainer jetzt eben mit den Roaches, ja, man, der Army Supply Graph zeigt ziemlich deutlich, das schießt jetzt einfach ziemlich schnell nach oben, weil Roaches halt so schnell Supply füllend sind. Zudem kommt dann eben 1-1, Road Speed, und dann kann Rainer tatsächlich mal versuchen, TY zu belagern. Währenddessen sind noch Overseer unterwegs, nicht sehe, was die so formen, aber die Marines ballern da mal fröhlich drauf. Rainer schaut nicht auf seine Overseer. Der überlebt das. Dass der das überlebt, ist. Das war von beiden ein bisschen versagt irgendwie. Das wäre mit Sicherheit ein toter Overseer gewesen, hätte sich TY da voll drauf konzentriert, aber ja, der war mit anderen Dingen beschäftigt. Ist halt so. Das heißt aber trotzdem, die Overseer könnten ihn vielleicht noch ein bisschen doof kommen, denn mit Contamination so eine Barracks oder so blocken oder die Factory blocken, damit da keine Panzer gegen die Roaches kommen, das wäre schon so ein Move, den Rainer hier noch auspacken könnte. Das wäre so ein typischer Several-Move mit den Overseern. Das sieht man bei Several am meisten eigentlich. Das Werkzeug haben natürlich andere Sorgs auch zur Verfügung, aber wir sehen eben Rainer's Supply. Es schießt einfach nach oben Richtung 200. Es ist einfach jedes Mal abartig, dass du siehst, wie schnell diese Army-Größe nach oben steigt. Die Rocks werden kurz eröffnet und wir haben plus 1 Attack und Road Speed bereits mit drauf. Panzeranzahl 3 Stück. Ravagers sind auch einige mit dabei. 8 Ravager, 30 Ravagers. Los geht's. SVs sind bereits jetzt mit im Fight, aber der Anfang ist schon mal gar nicht so schön für Terrano, wie man sieht. SVs sind sofort weg. Die Panzer werden corrosive bald. Da ist es nur noch ein Panzer. Die Marines versuchen zu fighten und die Marines haben 1-1. Stim ist da auch mit drauf. Comet Shield ist auch mit drauf, aber wie man sieht, es ist einfach nicht genügend Masse. Es fehlt einfach in der Anzahl 20 SVs da und die Marines werden weniger. Rainer ist massiv vorne. Da kommt die nächste Welle an SVs angefahren, aber ohne Support. Ist das einfach nur ein SCV-Opfern ohne wirklich großen Nutzen für den Terraner. SCVs werden weniger und weniger und für Rain ist es einfach nur noch Roaches bauen, Roaches nachreden. Das sieht nicht so, ob TY das nochmal unter Kontrolle bekommt. Er versucht hier sein Bestes, aber die Panzer sind angesiegt.
Können dafür natürlich eingeladen und damit kann man Colossal Bites dodgen, aber 36, 38. Die SCVs, das sind die Hälfte aller SCVs gerade schon verstorben. Die Mules werden immer da reingeschickt. Die Panzer, jetzt ist einer mal gesiegt. Also es kommt nochmal einiges an Schaden raus. Man sieht, die nächste Roach-Welle kommt einfach angelaufen. Man könnte einfach ein paar Roaches noch in die dritte schicken. Das würde noch für mehr Schaden sorgen. Aber Rainer möchte die Sache jetzt einfach beenden. Der will die Production abcampen und die letzten Panzer bekommen. Kommt aber bisher nicht so ganz ran. Opfert sehr viel, um da hochzukommen. Jetzt letzter Crossfire auf den Panzer da oben, damit der nochmal down geht. Die Armor hier steht jetzt sehr exposed. Die Wall wird angegangen. Und wie man eben sieht, Rainer immer noch mit 72 SCVs. Er pumpt einfach Lingon Roaches, was seine Economy gerade alles sehr gibt. Und TY versucht mit allen Mitteln hier irgendwie zu überleben. Aber Rainer macht sich jetzt gerade eine Natural Bequem, killt mehr und mehr Gebäude. Geht jetzt hier die E-Base an, die gerade 2-2 erforschen. Das wäre tatsächlich ein sehr wichtiger Sniper, dann fallen seine Roaches nicht so schnell mit ihrer Stärke ab. Sofern hier Rainer das Ding nicht eh schon gewonnen hat. Erste E-Base ist down, Infantry Weapons 2 ist denied. Und die Roaches kotzen hier einfach weiter. Die SCVs werden immer noch weniger und da gibt es nichts mehr, was TY dabei noch machen kann. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist ein 3-1 für Rainer. Kämpft sich hier durch. Und ja, TY, sein Opener, hat da einfach nicht so funktioniert. Und Rainer baut Roaches, baut noch mehr Roaches, baut noch mehr Roaches. Und dann wird mal prompt der Terraner überrannt. Und da mussten so viele SCVs dabei sterben, dass TY das einfach nicht mehr unter Kontrolle hatte. Die erste Welle hat noch ganz okay gehalten, aber dann, als man hier mal durch die ersten Panzer durchgebrochen ist, war es sehr, sehr schwierig, da noch irgendwas zu tun. Aber dafür ein 3-1 für Rainer. Das heißt, ein Koreaner, noch ein Koreaner weniger in den Playoffs tatsächlich. Damit sind schon 3 Koris raus. Gut, muss auch sagen, von 5. wenn die Koreaner halt auch gegeneinander spielen, ist es klar, dass da welche rausfliegen. Es geht nicht anders. Und dann fehlt uns noch das letzte Viertelfinale, das ist tatsächlich ein Match ohne koreanische Beteiligung. Das ist nämlich Cyril gegen Clem. Das Match, das wir in Europa nicht bekommen haben, bekommen wir in den Season Playoffs. Bin mal sehr gespannt, was die beiden gegeneinander abliefern. Das gibt's dann beim nächsten Cast. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss.